So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise ist es eigentlich eher ein Unboxing, Featuring, Ramses Kitchen, Chugging, Tasting, alles mögliche. Wie ihr wisst, bin ich ja Prime-süchtig, nicht nach dem Getränk direkt, aber nach den Flaschen, nach dem Hype, nach dem Typ. Ich finde so viele Sachen in letzter Zeit, die von Logan Paul gepostet werden, irgendwelche kleinen Werbeclips, sonst was, so cool gemacht, so witzig gemacht. Er und KSI ist für mich einfach ein richtiges Unterhaltungsduo mittlerweile geworden. Logan Paul rennt in der WWE rum, war beim SummerSlam, hat ein übelst geniales Match gegen LA Knight gehabt, hat verloren, seinen Gürtel verloren. Da gab es auch wieder ein sehr trauriges Video, was irgendwie richtig tragic und lustig gemacht war, in YouTube zu sehen. Aber er hat überzeugt, der macht so coole Moves, der trainiert fleißig, das ist für mich, ich mochte den nicht, aber ich schließe den immer mehr in mein Herz, dass als Wrestling-Persönlichkeit und als Internet-Guru ich den immer mehr feier. SummerSlam haben wir aber auch gesehen, gab es schon wieder ein neues Prime, wie bei WrestleMania 40 vor Ort in Philadelphia, das WrestleMania 40 Prime, was die Leute dort erwerben konnten, nur da, nirgendwo anders, wird nie in den normalen Handel kommen, hieß es immer. Gab es zum SummerSlam jetzt auch ein besonderes Prime, das hat wohl sogar dieselbe Geschmacksrichtung wie das WrestleMania 40 Prime, nämlich Meta Moon, und Meta Moon gab es ja auch schon ganz normal, aber die Flasche, als Wrestling-Fan und Prime Hydration Hyper bin ich natürlich drauf und dran gewesen, nach dem SummerSlam eBay zu durchforsten und hab geguckt, wer nimmt sich da so eine Flasche mit, braucht die nicht, stell die bei eBay rein und will damit wieder Geld machen. Ich habe also einen gefunden, der hat eine Flasche SummerSlam Prime verkauft. Ich habe einen Vorschlag gemacht, einen Preisvorschlag für $55. Das sind ca. 50 Euro. Und dann kam halt noch der Versand hinzu von ca. $30. Also sagen wir mal so 25 Euro. Ich ziehe einfach mal 5 ab, dass das passt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kam das an. Ich habe fast 2 Wochen drauf gewartet, habe jeden Tag aktualisiert im Bett, habe immer geguckt, plötzlich war es in der Schweiz. In der Schweiz ist es durch den Zoll gegangen und es sind nicht mal Zollgebühren drauf. Das heißt, diesmal war es wirklich günstig. Manchmal bestellst du nämlich, da kostet eine Flasche hier 130 Euro, dann hast du nochmal 30 Euro Versand und dann hast du nochmal 30 Euro Zoll drauf. Aber hier hat der Zoll gesehen, das Paket ist so beschädigt und kaputt, da brauchen wir keinen Zoll mehr drauf machen. Was steht denn überhaupt drauf, wo das normal herkommt? Hier steht eBay Easy Ship International Blavit Glendale Heights United States. Okay, und dann hinten auf einmal Swiss Post Zürich Mulligan. Und dann kommt es natürlich hier im Einschreiben, was auch immer Einschreiben. Ich dachte, Einschreiben sind Briefe, sind sonst was. Jetzt machen wir es auf. Hier in diesem Paket ist jetzt ein Beutel. Das Paket, guckt euch mal das Paket an, da war so eine fette Delle drin. Ich dachte, das Ding ist kaputt. Achso, hier, zur Feier des Tages erstmal. Hey, Luftballon! Den tun wir jetzt da rein, weil die Molly ist da gerade nicht drin, tun wir den da rein. Und jetzt habt ihr hier einen Beutel. Der Beutel ist um das Prime rum. Was ist das für ein Beutel? Das ist ein irgendein Max Beutel. TJ Maxx.com. Was ist das? Gibt es das hier? Gibt es das nur dort? Und hier ist jetzt die Flasche. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob die passt, ob die gut aussieht. Nein, das übelst die Delle hier vorne drin. Oh, das ist ärgerlich. Aber hier ist es jetzt. Unser WWE SummerSlam Prime steht wieder oben drauf. Das ist Meta Moon. Der 37. Annual SummerSlam is about to go down with Prime as the official hydration partner of WWE. With legendary duels in unforgettable flavor, SummerSlam 24 will go down in the history of Hydration. Jetzt habt ihr wieder wrestlingmäßig diese 4 Logos drauf, die wir bei WrestleMania 40 schon vorgestellt haben, was ich cool finde. World Champion, Hydration, Record Breaking, B, Vitamins, Antioxidant Takedown und BCAAs at Full Blast.
So, dann drehen wir es rum, dann sehen wir, das ist ja alles irgendwie so, was ist das denn? Das ist orange, das ist gelblich, das ist dope, das ist cool. Und dann habt ihr hier WWE, SummerSlam, Cleveland in Silber und ihr habt Prime auch in einer silbernen Schrift hier vorne drauf. Aber seht ihr hier die Delle? Seht ihr diese Delle? Das ist schade, das ist schade. Kann man das ausdellen, wenn man von der anderen Seite dagegen drückt, wenn man irgendwas da reinmacht? Das ist eine Flasche SummerSlam Prime. Die wollen wir jetzt gleich trinken, aber die muss ich erst kühlen. Ich lasse die jetzt über Nacht im Kühlschrank und dann ziehen wir die gleich noch weg, weil was will ich es denn zulassen? Da kann ich auch Wasser reinfüllen und kann die mit Wasser dann hinstellen. Ich möchte das Getränk genießen. $55, $30 Versand, um an das SummerSlam Prime zu kommen. Finde ich cool, aber dann gleich noch chucken. So, wir sind zurück. Das Prime ist gekühlt, stand den ganzen Tag im Kühlschrank und ich habe jetzt... Es nervt total, denn es ging mir den ganzen Tag jetzt durch den Kopf. Diese blöde Delle hier, das fuckt mich richtig ab. Ich habe nochmal genau nachgeguckt, ich habe insgesamt 94 Euro für diese Flasche bezahlt. Das ist ein Collectible, das ist, wie stellt ihr vor, ihr sammelt Mediabooks, ihr kauft euch ein Mediabook und dann kommt das an und die Seite ist eingequetscht oder gedrückt. Jeder würde das stornieren, würde das zurückgeben, würde Ersatz haben wollen oder würde sein Geld wieder haben wollen. Nennt mich kleinlich, wenn ich in den Handel gehe und sehe da eine Dose Cola, und die ist komplett zerbeult, dann kaufe ich die trotzdem, sauf die, schmeiß die weg und dann ist gut. Aber das ist ein Collectible. Total grenzbehindert, ich weiß. Das muss auf jeden Fall neu, unbeschädigt sein für 94 Euro. Ich habe jetzt mal nochmal hingeschrieben an den Verkäufer, ansonsten muss ich da eBay einschalten. Und wenn alle Stricke reißen, direkt bei PayPal einfach wieder auf den Putz hauen, die machen das immer. Ist halt jetzt kacke, ich denke mal, der Verkäufer würde es nicht gemacht haben, das wird beim Transport passiert sein, aber die verschicken das ja versichert und wenn sie das ja sowieso versichert haben und bei mir das im Prinzip beschädigt ankommt, dann kriegen die ja ihr Geld oder das wieder, also die sind abgesichert und ich werde entschädigt, das müsste doch so laufen, auch dann, wenn die Post sich dann querstellt, müsste es eigentlich so laufen. So, ich möchte diese Flasche jetzt trinken. Ich habe aber noch ein kleines Versprechen einzulösen. Erstmal mache ich sie kurz auf. Hört hin. Wie es geschallt hat. Wir riechen. Es ist Metamoon. Ich bin sofort wieder da. Ich erkläre euch gleich warum. So, da bin ich wieder. Denn kurz vor dem Video hat Marie mich gefragt, ob sie bitte auch mal probieren kann. Bitte, Bubi, Bubi. Ich halte ja nichts davon, dass sie sich von irgendwelchem süßen Gelumse ernährt. Ich finde es gut, dass die viel Wasser trinkt. Ich selber steige jetzt auch immer um auf stilles Wasser, weil es das Beste ist. Nach einem heftigen Samyang-Einlauf einfach mal stilles Wasser zu trinken, eisgekühlt aus dem Kühlschrank. Aber das hat ja eh keinen Zucker. Das ist ja nicht das, wie es aussieht. Das ist ja was anderes. Und ich habe es jetzt mal ganz kurz nippen lassen, dass ihr einfach nur mal merkt, was das ist. Ich sage, geht so, okay, lecker. Ich denke, was hat ihm bestimmt überhaupt gar nicht geschmeckt. Aber es ist ja eh Metamoon, wie bei WrestleMania 40 Prime, wie bei Metamoon Prime, wie bei dem WWE Red and Black Prime. Also ist schon das vierte Mal jetzt dieser Geschmack. Deswegen, wir schenken es auch nicht ins Glas ein. Wir trinken das jetzt direkt aus der Flasche. Es ist ja eh so leicht weiß. Ich finde die Flasche trotzdem richtig cool. Ich bin mal gespannt, ob die das jetzt zu den vier traditionellen Großveranstaltungen immer machen oder auch zu anderen Veranstaltungen. Aber dann werde ich Battle haben, wenn die 12 Special Editions, also jeden Monat eine für jede Veranstaltung raushauen würden für Bash in Berlin. Das wäre natürlich richtig cool und die gibt es dann nur in Deutschland. Und dann stehen wir wieder am Start. Ich habe auf jeden Fall heute ein Foto gepostet und Pupsi hat dann gleich gesagt, das sieht man aber sehr deutlich, die Delle da in der Flasche drin. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, jetzt ziehe ich mich damit auf. Deswegen bin ich unzufrieden. Ich lasse mir es jetzt schmecken. Ich versuche, mein Geld dafür wiederzukriegen. Ich habe schon Ersatz bestellt bei einem anderen günstiger für insgesamt 60 Euro statt 94 Euro. Und wenn nicht, habe ich halt eine kaputte Flasche und eine ganze Flasche, hoffe ich. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, das 94 Euro SummerSlam Prime. Wo sind die Wrestling-Fans? Puh.
ist keine Kohlensäure drin, da kommt auch keine Kohlensäure raus. Die Flasche schwitzt, die Flasche ist nass, aber mich stört die Delle. Ich hoffe, das kriegen wir wieder hin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.